Also diese Abkürzungen, merke ich mir, sind meistens eher gefährlich, als dass sie wirklich Abkürzungen sind. Ja, sie verkürzen zwar den Weg, aber dafür sind immer solche Fallen. Ah, die Kurven sind so eng. Vor allem fahre ich immer gegen die Bande. Driften kann man hier nicht, zumindest weiß ich nicht wie. Und das ist die letzte Runde. Also jetzt darf ich bloß nicht verkacken. Ansonsten habe ich das ganze Rennen verkackt. Und die Gegner sind außer Sichtweite. Also war ich scheinbar ziemlich weit vorn. Und wir sind für das nächste Rennen qualifiziert. Aber ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal. Zwei Rennen reichen. Oh, er ist schon ziemlich müde, also wieder ziemlich bald auf der Stelle einschlafen, deshalb ab ins Bettchen. Ich glaube um 2 Uhr ist er dann eingeschlafen oder so ähnlich. Irgendwie in der Gegend. Das ist für Little Jimmy Hopkins schon ein bisschen zu spät. Und die Mission ist dann hier oben, das heißt ich werde die jetzt machen. Nicht davor in die Schule gehen, weil wir jetzt hier schon so in der Nähe sind und ansonsten müssen wir wieder dieses ewig lange Stückchen gehen und es gibt Spannenderes. Rache an Mr. Burton. Ein neuer Charakter. What are you looking at? Nothing. Well, it looks like you're looking at me, scumbag. Like I said, nothing. Oh, come on, I don't want to fight you. My name's Jimmy. Zoe. I was at Bulworth once. I got kicked out. Why? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Seriously? I would love to teach that guy a lesson. He bullies everyone. You know, he goes jogging every day and regularly uses the porta-potties in the park. Yuck. Yeah. So if we could catch him in one on top of a hill, then Mr. Burton could have a really interesting time in it. Yeah, but they're all chained together. We'll need to get some bolt cutters. Go get some from the Spaz Industries building and meet me at the park. Make sure no one sees you. Hört sich lecker an. Ich weiß jetzt nur nicht, wer Mr. Burton ist. Ist jedenfalls nicht der Mathelehrer und nicht der Englischlehrer. Es könnte der Arbeitslehrer sein. Aha, Tattoo oder was steht da? Okay. Flagge, Dolch. Hat gerade so ausgesehen, als würde sich das mit der Kamera machen, das Tattoo. Stacheldraht. Okay, die ist dann da unten. Die Meerjungfrau ist dann da innen, arm scheinbar. Am ersten hätte ich ja fast gesagt. Die Schlange sieht beschissen aus. Eigentlich sieht alles relativ beschissen aus, oder? Der Stacheldraht geht, nehmen wir den Stacheldraht. Der ist noch am schicksten davon. Auch wenn wir das in dem Gewand gar nicht sehen. Und der Weg, den wir gehen müssen, ist leider wieder ziemlich weit während der Mission. Vor allem gibt es hier in dem Teil der Stadt nichts, wo wir unsere Fahrräder abholen können. Das ist scheinbar so das Armenviertel, wenn man sich das so anschaut. Hi.
Ah, das stimmt. Die Garagen sind ja immer so, dass sie durch ein Schloss gekennzeichnet sind und nicht durch diese Räder. Und ich glaube, letztens war das Problem, als ich gedacht habe, dass da eine Garage war, dass das einfach ein Fahrradhändler statt einer Garage war. Perfekt. Kommt er doch noch aufs Rad. Ach so, ist eh einfach, das wird ein Haken, dann können wir das hier getrost ignorieren. Der Bolzenschneider. Waste. All links. Links. Und dann müssten wir tatsächlich schon da sein. Das scheint ein ziemlich kleiner Park zu sein. Mobile Merck. Perfekter Titel für seine Toilette, Baustellentoilette. I'll take care of this. You make sure he doesn't use one of the other ones. This sounds like it's gonna be good. Ja, es ist auch gar nicht gerade vorhin ein Polizist auf Patrouille durch den Park gegangen. Also, wie ich die Polizisten hier kenne, wird ihm das überhaupt nichts ausmachen. Was liegt hier? Okay. Eier und ein Stock oder ein Brett, das man als Waffe verwenden kann. Es sind relativ viele Toiletten offensichtlich in dem Park. Zerstören wir einfach die mobile Scheiße. Oh, ein Hund, ich glaube, der wird böse werden. Genau, also halt die Fresse, danke. Und der Polizist ist auch böse geworden. Wie man unschwer an dem Pegel erkennen kann, der von ihm ausgeht. Und ich meine nicht den Alkoholpegel. Ah, das ist der Sportlehrer. Gar nicht verdächtig, dass der einen mit dem Bolzenschneider steht. Und dann direkt, wenn er reingeht, hinrennt. Und dass er jetzt plötzlich am Traktor steht. Oh, lecker. Tja, tragisch. Da kommt ein anderer Mann mit schönem Hawaii-Hemd. Hey Jimmy, think you can help me out? Someone needs to send those preps a message. Tag up that part of town. Can you do it? Wo ist die andere Mission? Die ist gleich hier, deshalb nein, tut mir leid, du werdest dort mit dem Traktor hinfahren. Sorry. Hey, lass mich in Ruhe.
fahre nur mit einem Traktor herum. Das war ein Versehen. Wir fahren jetzt einfach mit dem Traktor durch die Stadt. Und noch dazu in die falsche Richtung. Aber ich glaube, da drüben ist kein Ausweg aus dem Park. Also diese Rampe, und für die Rampe sind wir sicher viel zu lahm mit dem Traktor. Nehme ich zumindest an. Wir sind ungefähr so schnell, wie er rennt. Oder joggt. Ein Jog, der joggt. Ah, das Wortspiel ist so toll. Und hier wäre sogar diese andere Mission, diese andere Geldmission. Ach komm, wir machen das hier noch. Ich will mir zumindest diese Geldmission anschauen. Das habe ich erst jetzt gesehen. Deshalb ab da drauf. Das interessiert mich einfach. Ich will einfach alles von dem Spiel sehen. Rasenmähenpark 1, okay. Das, was wir in der Schule Strafarbeit machen, können wir hier schon mal bezahlt machen. Darf ich die Blume noch? Ach so, okay. Nein, aber die Blume darf ich nicht. Tja, was macht man nicht alles für ein paar Zusatzdollar? Kompletten Rasen für eine zusätzliche Belohnung. Das hört sich doch mal interessant an. Das will ich dann direkt mal probieren. Prozent. 93. Das wäre jetzt leider nicht sonderlich spannend, aber dafür wird es danach hoffentlich umso spannender, wenn wir wissen, welche Zusatzbelohnung uns erwartet. Das müsste dann hoffentlich das letzte Stückchen sein. Nein. Irgendwo ist noch was. Wir werden auch das letzte Stück finden und eliminieren. Schade. Okay. Leider haben wir eine Blume zerstört. $25. Und wahrscheinlich haben wir einfach mehr Geld gekriegt. Ist da unser Rad in der Gegend? Ja, da oben. Dann greifen wir uns das und nicht den Traktor, auch wenn der Traktor mehr Stil hat. Au. Das Stück können wir auch zu Fuß gehen. I know you can catch you later. How are you? I'll put you in your place. Preps am Boden. Hört sich nicht gut an. Oder eigentlich schon, wenn die am Boden sind. Mr. Big. Yeah. It was you, creep. What was me? Don't play innocent with us. I tried that when father caught me with Nanny. He gave me a good thrashing, and I've got half a mind to give you one. Hey, look, just get to the point. Someone stole our boxing trophies, buddy. They were heirlooms. Well, it wasn't me, rich boy, so relax. Well, if it wasn't you, then who was it? I bet it was those greaseballs. I know it, they've always hated us. There's so much for peace in our time, Popper. Just great. Let's get them. Yes. It's time to teach those poor, disrespectful scum a lesson. Wait, relax. Maybe it wasn't them. Maybe it was someone else. Nobody hates us. Apart from them. Oh yeah, they do. Everyone hates you. You're all awful. Oh, la-dee-da. Now he tells us. You are pathetic, Hopkins. You're not a leader. Out of my way. Come on, men. Let's go. Okay. It's war. Hold on. Wait here. I'll go get your trophy back from those grease balls. Oh, man. Wo sind die grease balls? Die Fettbälle. Ja, natürlich wieder am anderen Ende der Stadt, sonst wäre es auch zu leicht.
Platz. Oh, und es ist ein Fach, das wir noch brauchen. Naja, hoffentlich geht sich das noch raus. Ansonsten ist es schade, weil sonst müssen wir wieder vermutlich wieder ewig warten, bis das Fach wiederkommt. Vor allem, wenn es Englisch ist. Wobei Englisch will ich sicher auch nicht schaffen, die fünfte Stunde. Habe ich, glaube ich, noch nicht geschafft, oder? Nein, habe ich noch nicht. Schade, schade, schade. Sie sagen sogar, dass ich nicht in der Schule bin, wo ja auch immer die das wissen, wann ich Unterricht habe. Ah ja, die wohnen ja in diesem widerlichen Mietshaus. Im Blue Skies Industriegebiet. Gib mir bitte den Rat. Ich bin dazu voll, mir Mans zu holen. Danke. Man merkt schon, dass das um einiges langsamer ist als unseres. In die schöne Bruchbude. Eigentlich ein Widerspruch in sich. Aha, das waren alles die Städter scheinbar. Warum auch immer. Oops. Get in there, you little sucker! Ow! Bit me! Better hope you don't get rabies. I can just imagine the look on their face when they get another crate of rats. All the little nerds running around. Ah, die soll ich fotografieren. Hurry up! Can't be late for the party at the docks. Speichern wir auf jeden Fall. Come on! They're burning those trophies down at the docks. Aha, an den Docks. Etwas schneller, Jimmy. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig zu dem Unterricht. Weil er endet, glaube ich, um 3 Uhr. Und das wird tatsächlich knapp. Wobei... Nein, in einer halben Stunde schaffen wir das danach nicht mehr. Das wäre Wunschdenken, glaube ich. So geht's da nicht rein. Aber da unten geht's lang. Was hätten wir jetzt getan, wenn wir nie im Fotografieunterricht waren? Achso, ich glaube, die Kamera hätten wir ja trotzdem. Englisch 5 ist das tatsächlich, was da gerade ist, scheinbar. Speichern. Das heißt, wir haben jetzt die Beweise für die Preps, dass das nicht die Greasers waren. Und wenn sie das nicht glauben, dann tun sie mir leid.
Ich muss jetzt wieder runter. Weil das ist so blöd abgesperrt ist. Anyone has the guts to stop me? Anyone has the guts to stop me? Anyone has the guts to stop me? Kann der was anderes sagen? Und wir können alles zurückfahren, was wir hergefahren sind. Perfekt. Ist richtig spaßig. Immerhin finden wir auf dem Weg ein paar Gummibänder. Denn die sind mir nicht alles umsonst. Ach komm, ich wollte gerade zwischen euch durch. Schade. Jetzt frage ich mich, ob ich oben lang fahren soll oder unten. Ich würde eher sagen, unten oder oben. Nein, unten. Ich glaube, das ist der direktere Weg, vor allem mit weniger Verkehr und weniger Abzweigungen und weniger Fußgängern. Hallo Boxhalle, hallo Preps. Ihr steht schon davor, das ist ja perfekt. Well, Hopper, what did you find? Yeah, who took our trophies? Don't tell me. It was the Tooth Fairy. Yeah, either it was the Tooth Fairy or the Greaseballs. I wonder which one. Actually, trust fun babies. It was neither. It was those townies. Which townies? The ones who hang out by the factory. Them? Why would they steal our trophies? Don't talk crap, Hopkins. I'm not. I've got a picture to prove it. Why? They don't have any problems with us. Yeah, poor kids just love rich kids who act like stuck-up jerks, don't they? Listen, you overfortunate numbskull. They did everything. Put Johnny Vincent in the home, let the rats out of the library, everything, including your trophies. Why? Because I listened to Gary. So it is your fault? No, it was Gary's fault. You, my friend, have got delusions of grandeur. Nobody cares about you or Gary. You're ridiculous. Come on, Biff. Let's leave this king of this school to his pathetic little fantasies. You are an idiot, Hopkins. I've got a photograph. You know what you can do with that, don't you? Tja, dann war das umsonst. Hat sich gelohnt. You don't deserve that bike. Aber wir haben trotzdem Plus bei den Preps. Und ich würde sagen, das war's mit der Aufnahmesession. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren bzw. das Video liken. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.